Hi, der Jan hier, grüß euch. Was habe ich gemacht? Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, wenn man sich hier drauf setzt, dass es hier durchbiegt, das Bett, ja, die Spalte hier. Ist nicht so schlimm, schläft die Tochter drauf, die wiegt ja nichts, gell? Aber trotzdem wollte ich ein bisschen stabilisieren, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mal so ein bisschen Sachen ausgeguckt, was am besten geht, was machbar ist, was günstig ist, was nicht so viel wiegt, weil es kommt ja immer mehr Gewicht auf den Wohnwagen, ja, und in den Wohnwagen. Ganz einfach, ich habe einfach ein Brett genommen, habe das hier, wo das Bett drauf liegt, einfach dazwischen gemacht, dass dieses Gelenk hier aufliegt, ja. Ja, und einfach ein Lochband genommen. Und das festgeschraubt. Vorne wie hinten. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ist schon reichlich dunkel hier. Gell? Lochband hier. Unten durch. Einmal von rechts nach links und einmal von links nach rechts. So hält es besser. Und von oben die Schraube rein. Ja? Das macht auch Sinn von oben. Nicht von unten schrauben, weil, ganz einfach, die beiden Enden kommen zusammen und dann schraubt man die Schraube da durch. Bei den Enden. Und das ist jetzt quasi spitz. Das heißt, wenn ihr die Schraube unten habt und ihr geht mit der Hand runter, wollt irgendwas verstauen unten im Wohnwagen, reißt ihr euch die Hände auf und ihr seid am Fluchen, gell? So passiert das nicht. Die Schnittstelle ist oben, man kommt eigentlich gar nicht mehr dran, gell? Und das ist auch gut so. Ja, bin zufrieden, jetzt hält es auch, jetzt kann ich mich auch ins Bett legen, ohne dass irgendwas passiert. Ja, wieder ein bisschen mehr gebastelt. Es sind noch viele Baustellen hier, wie ich gesehen habe. Sehen wir dann im nächsten Beitrag. Ja, viel Spaß beim Nachbauen, wie auch immer, gell? Euer Jan, macht's gut.